Okay, Glowstone packen wir mal dahin. Den Netherrack packen wir mal zum Netherrack. Ist immer wichtig, ordentlich in Minecraft alles beisammen zu haben. So, und der Mond geht auf. Da hinten ist der Schrein des Zuckerro. Und wir gehen schlafen. Ach, war ja auch ein anstrengender Tag. Ui, ein bisschen Morgengymnastik übers Bett gehüpft sozusagen. Und dann zurück auf unsere Farm. Unsere Stampfmaschine scheint schon wieder am Arbeiten zu sein, denn Rauch kommt aus dem Schornstein. Und das mit dem Weg gefällt mir schon sehr gut. Gut, die Wolle sortieren wir nochmal ein. Und dann könnten wir uns eigentlich um die Pixelart kümmern. So, eine ganze Menge grüne Wolle zusammengekommen, weil wir die ja ewig lang gesammelt haben. Ich glaube, dann fangen wir doch mit dem einen Bild an, was ich mir da überlegt habe. Das gehört natürlich eigentlich auch alles in die Pflanzenkiste. So. Eigentlich wollte ich auch eine Scheune bauen mit euch, wo wir hier mal alles sammeln können. Nicht so wie im Jagdhaus, sondern wirklich eine Scheune. Müssen wir überlegen, wo die am besten hinpasst. Wenn wir den Hof nach da noch erweitern, dort sozusagen ein bisschen roden, dann kommen wir mit dem Hof bald sogar in Sommergefilde, was ziemlich cool wäre. Müssen wir mal schauen. Wir hier noch ein bisschen was erschließen. Fände ich eigentlich ganz schön. So, die Eier der Hühnchen sollten wir mal gegen die Wand klatschen, bevor die despawnen. Ein Huhn ist entkommen, na toll. Blödes Viech. Hühnerfreund gesucht, da ist einer rausgekommen. Ein Huhn entkommen, eins rausgekommen, na toll. Könnt ihr mal bitte hier weggehen? Ach Mann, Hühnchen. Ich trinke mal einen Schluck Mate. Meine Chance. Tschüss. Da kam, glaube ich, sogar eins raus. Okay. Oh, ein blauer Fusselfreund. Ah, ich kann das irgendwie immer noch nicht. Das kam so von früher, wo ich Minecraft noch gespielt habe, wo die Wolle nicht nachgewachsen ist. Irgendwie fällt es mir schwer, das irgendwie hier so links liegen zu lassen. So, ein bisschen blau noch, weil wir blau so wenig haben. Und Neongrün vor allem auch. Ich glaube, wir haben nur zwei neongrüne Schafe. Die einen habe ich, glaube ich, alle überfärbt. Ah, grün brauchen wir wirklich nicht mehr. Die könnten wir eigentlich auch mal überfärben. Ja, wir machen, glaube ich, noch auf die nächsten grünen Schafe, die hier noch rumlaufen. Da auf dich zum Beispiel. Machen wir lieber noch ein bisschen blau. Damit sich die Farben mal wieder ein bisschen in unsere Richtung bewegen. Okay. In die Richtung zumindest, die wir brauchen. Weiße Wolle ist natürlich auch längst genug da für jedes Bild, was ich jetzt erstmal malen möchte. So, da muss ich dann mal ganz kurz hier auf den nächsten Song drücken. Super duper. Mega cool. Okay, rote Wolle darauf, blaue Wolle darauf. Cyanwolle darauf. So, und weiße Wolle darauf. Eisen nehmen wir mal mit. Am Mann ist immer gut. Und die Erde sammeln wir mal hier drin. Dann ist ja bald wieder Ordnung drin. Das sind Trophäen, die eigentlich ins Jagdhaus gehören. Lapis Lazuli packen wir hier mal zurück. Schwarze Wolle, die gehört dann auch wieder da rein. Die Redstone-Laterne brauchen wir erstmal nicht. Ich möchte das ja unten dann alles so beleuchten können auf Schalterdruck, dass man quasi das unten als Slime-Spawn nutzen kann und als Monster-Spawn. Deshalb müssen die ganzen Lampen da unten verschaltet werden mit Redstone. Das wird nochmal gut Arbeit werden, glaube ich. Wow. Gucken wir mal, wie es da unten aussieht. Das Becken wollte ich auch nochmal größer machen. Hier werden da bestimmt irgendwo Slimies sein. Kann mir nicht vorstellen, dass nicht. Die großen Slimies und die kleinen mit der Hand, habt ihr gesagt. Da kommt dann mehr Schleim raus. Mit der Hand kommt mehr Schleim raus. Ja, darüber müssen wir nicht nachdenken. So, das wäre ein kleiner gewesen.
Ah, ein großer, sehr schön. Na, komm schon. Die sind gar nicht so leicht zu bekämpfen, die Viecher. Okay, und jetzt die Kleinen mit der Hand. Soll mehr Schleim bringen, haben mir die lieben Zuschauer geschrieben. Okay, und wir müssen auch unbedingt unsere Axt leveln. Weil ich möchte die Diamanten da rausholen mit der Fortune-Axt. Okay, hier können wir mal ein bisschen sammeln. Die Slimies sind schon voll, wir haben hier auch noch weiße Wolle. Eieiei, so viel Ressourcen, wir brauchen echt lange nichts mehr erkunden. Und dann müssen wir hier überall Glowstone-Lampen reinmachen, die wir dann alle anmachen können. Das wäre so cool. Muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie man das leichter machen kann. Könnten wir eigentlich auch mit anfangen. Das wäre dann wieder so eine typische Folge, wo es nur um Glowstone-Basteln geht. Allerdings könnten wir auch einfach erstmal mein Bild malen. Vielleicht machen wir das auch erst in der nächsten Folge. Ich kann ja die Zeit sehr schwer einschätzen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich jetzt schon zocke. So. Vielleicht male ich auch erstmal eins alleine, um euch zu zeigen, was ich überhaupt meine. Und dann malt ihr das nächste quasi mit dem Tool. Ja, ich glaube, ich nehme mir lieber jetzt die Zeit, die ich noch habe. Und mache da ein Video fertig, was euch erklärt, worum es geht. Wie ihr das machen könnt mit dem Einreichen eurer Pixelart. Das wird wahrscheinlich jetzt sinnvoller sein, als sie einfach wild loszumalen. Schade, dass die Wolle jetzt hier überall grün ist. Eigentlich bräuchten wir ja weiße Wolle für Bilder. Ich werde das Ganze hier noch ein bisschen auskleiden. Lang genug wird es dauern. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich eigentlich wieder 15 Minuten Folgen raushaue, anstatt 20 Minuten Folgen. Jetzt nicht, weil ich dann mehr Folgen rauskriege, sondern ganz einfach, weil es mit dem Hochladen schneller geht. Weil 20-Minuten-Folge dauert dann eben doch nochmal entschieden länger, ne? Eine 15-Minuten-Folge. Eine 20-Minuten-Folge ist halt immer nochmal... Ja, um wie viel eigentlich? Um ein Drittel länger, ne? Zur 15-Minuten-Folge, also auch um ein Drittel größer. Und dauert natürlich linear gesehen auch um ein Drittel länger zum Hochladen. Ich glaube, ich mache wieder 15-Minuten-Folgen. Ich meine, ich uppe ja auch jeden Tag jetzt gerade Minecraft, insofern jeden Tag und dafür 15 Minuten ist doch eigentlich besser als mal nicht, finde ich. Und 15 Minuten kann man sich ja auch irgendwie geschmeidiger angucken. Und ich kann mehr meiner Bauchbinde benutzen. Oh, ich glaube, das ist eine gute Idee. So, die Musik wiederholt sich ein bisschen. Ich muss meine Playlist auf jeden Fall noch ein bisschen größer machen. Aber ich mag die neue Musik auf jeden Fall sehr. Das hier wird noch ein bisschen ausgehöhlt. Mit weißer Wolle ersetzt. Naja, vielleicht nicht. Erstmal Bilder reinmachen und was dann am Weg übrig bleibt, machen wir zu weißer Wolle. Oh, Gold. Gold, Gold, Gold. So. Holen wir raus. Wow, richtig viel Gold. Ist denn eigentlich unsere Rüstung? Nee, ist immer noch nicht kaputt. Ich wundere mich immer, ob die Rüstung überhaupt irgendwann kaputt geht. Gerade haben wir keinen richtigen Stein dabei. So ein Mist. Und da hinten müssen wir die Lava auch noch heile machen, damit uns nicht dauernd die Wolle wegbrennt. Ach ja, Minecraft. So, ihr Lieben, ich würde mal sagen, dann werde ich das jetzt so machen, wie gerade eben angesprochen, dass ich jetzt nochmal die Eröffnung für euch klar mache. Nicht die Eröffnung, sondern die Sache, wie ihr mir eure Art... also eure Pixel-Art zukommen lassen könnt. Und ich denke, ich werde das ganz einfach machen, indem ich euch ein Raster vorgebe in so einer Paint-Datei, die ihr euch runterladen könnt. Und dann dürft ihr da die Wollfarben reinpacken und Bilder malen. Ich glaube, das wird das Sinnvollste sein und das wird auch das Leichteste sein für euch. Die ladet ihr dann an einem Anbieter hoch, irgendeiner Art und Weise, und schickt mir dann den PN dazu, dass ich mir das dann angucken kann. Und wenn es mir gefällt, dann bringen wir es hier ins Let's Play mit unserer Wolle, die wir gerade eben abgeerntet haben. So könnt ihr euch verewigen. Das dürfen dann auch Schriften sein, Bilder aller Art. Vielleicht malen wir Horst von Secret of Mana oder so als
Gedenkbild. Ihr kriegt natürlich auch eine Bildunterschrift mit einem Holzstückchen. Und dann haben wir hier überall Bilder an den Wänden, die man sich angucken kann. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool. Cool wäre es natürlich auch, die draußen irgendwo zu machen, an Licht. Aber an Licht könnten die Bilder ja mit der Zeit verblassen, ne? Deshalb ist es besser, wenn wir das hier unten machen, so museums-like. Ich habe mir da eigentlich auch schon was überlegt gehabt, was das nochmal angeht. Na, mal gucken. Mal sehen, wie viel Zeit und Lust ich jetzt gleich mal habe, das noch umzusetzen. Haben wir denn gerade Brot dabei? Haben wir... Okay. Haben wir ein bisschen darüber philosophiert, wie es weitergeht. Die 15-Minuten-Folgen habe ich gerade motiviert. Wäre natürlich jetzt einige wahrscheinlich sagen, warum noch 15-Minuten-Folgen? Und zwar genau dann, bis sie diese Folge hier sehen, wo ich es dann erklärt habe. Ich werde es am besten auch ins erste Video, was wieder 15 Minuten ist, oder runterschreiben. Hat einfach Upload-Zeitgründe. Ich kann nicht immer in die Uni fahren und die Videos hochladen. Und 15 Minuten ist eigentlich auch gut anzugucken. Ist eigentlich ein ganz gutes Format. So viel Zeit nimmt man sich eigentlich mal. Okay. Juti. Dann ist der Weg ja soweit klar. Hier müssen wir wieder Cleanstones reinmachen. Die haben wir aber oben zu liegen. Solange, ach, da brauche ich solange keine anderen reinmachen, wenn wir sie eh wieder rausschlagen. Hier wollte ich mit euch nochmal gucken, weil dummerweise kam hier immer wieder, ist die Wolle weggebrannt. Das glaube ich liegt einfach daran, dass hier noch diese Lava war. So. Und da ist immer noch Lava drunter. Ich hoffe mal, dass das jetzt ausreicht, dass die Lava jetzt weit genug weg ist. Doof, dass man manchmal nicht ranbauen kann. So, aber hier ist nun mal auch am meisten Lava auf diesem Level. Also in diesem Bodenlevel gibt es eben am meisten Lava. Ja, doch, ist noch einiges tiefer scheinbar. Aber so kriegen wir ja noch einiges an Lava weg. Na, da ist zu Ende. Löschen wir hier noch die Lava zusammen. Das war riskant. Na, sieh an. Mal ein bisschen Rotstein mitgenommen. Und jetzt Lava-Einbruch. Das wär's ja. Okay. Dann dürfte die Wolle jetzt hier relativ sicher sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Ich glaube, jetzt wird sie nicht nochmal anbrennen. Haben wir alles ausgelöscht. Juti, ziemlich dunkel hier. Aus diesem Grunde vielleicht, aber dazu erst später. Ihr Lieben, oh, da hinten ist noch ein Slime, nehmen wir auch noch mit. Slime! Slime! Geh kaputt, geh kaputt. Sehr schön. Ah, nee. Mensch, ich wollte auch eine Hand nehmen, genau. Ich glaube zwar nicht so ganz dran, dass da mehr Bälle rauskommen, aber wer weiß, vielleicht hat er ja recht. Okay, ihr Lieben, dann... war es das erstmal für diese Aufnahmesession. Ich danke fürs Zuschauen. Sortiere jetzt hier fix noch die Schleimis ein. Zack. Die Cobbles auch noch. Das Gold packe ich mal zum Einschmelzen hier rein. Und das Eisen mal dort rein. So, hier könnte man eine neue Cobblestone-Kiste anfangen. Gut, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen. Den Schneeball nochmal weg hier. Komm, zack, ab in die Dunkelheit. Ich sag, mein Name ist Bernhard, oben ist gerade Nacht, also bleiben wir doch lieber hier unten. Da kann uns nichts passieren. Diese Sache hier, die wollte ich übrigens auch weg haben schon die ganze Zeit. Was absolut albern ist, hier nicht normales Wasser zu haben als Becken. Sondern so ein komisches, das machen wir auch nochmal neu. Okay, ihr Lieben, also nochmal, danke fürs Zuschauen, mein Name ist Bernhard. Ich freue mich auf die nächste Aufnahmesession und wünsche euch einen wunderbaren Rest der Woche. Macht's gut, tschüss.